Also, ich heiße Anneliese Siemes, bin geborene Sauer und wohne in der Steiner Straße 46 in Bitzingen. Der Einmarsch war ein wunderschöner Frühlingstag, 20. April. Und viele Leute sind aus ihren Häusern hinausgegangen ins Freie, weil ja der Ort beschossen wurde. Und mein Vater hat gesagt, also er geht nicht vom Haus weg, er bleibt hier und wir natürlich mit. Und dann hat man gehört, wie die Panzer näher kommen. Da sind einzelne Soldaten, sind auf die Steiner Straße rauf und dann hat man auch die Schüsse gehört. Und dann sind die Panzer gekommen. Und wir waren alle unten im Keller. Und dann sind die Panzer kalt und dann ist mein Vater dann rauf. Und dann waren da die Franzosen und die haben Durst gehabt. Und dann hat man denen irgendwas zu trinken gegeben. Sonst ist eigentlich hier bei uns nichts passiert, also bei mir, bei uns in der Straße nichts passiert. Die Marokkaner, die waren noch in Anweil und in der Siedlung da draußen bei Omenhausen. Da sind noch Frauen vergewaltigt worden. Aber hier war also nichts bei uns. Unsere Fahrräder haben wir im Kohlekeller versteckt. Und alle Haustüren hat man natürlich offen lassen müssen. Und dann sind die Franzosen rein und haben also auch später die ganze Werkstatt ausgeräumt. Alles mitgenommen. Und ich habe kurz vorher Konfirmation gehabt, am 4. März 1945. Und da habe ich von verschiedenen Silberschmuck gekriegt, also Ketten und Ringe und so. Und das habe ich im Garten vergraben. Loch gebuddelt, in Kunststofffrei oder Schüsselerei und habe es zugedeckt. Und habe es dann später wieder ausgegraben. Gerettet. Gerettet. Und dann, das war für mich etwas ganz, also Entscheidendes und Umwerfendes, wie dann die Bomberverbände gekommen sind mit den Hoheitszeichen, mit den Ring von den Engländern. Dann konnte mir ein Garten raus und musste nicht mehr in Deckung gehen, weil wir von den Franzosen besetzt waren und da keine Bomben mehr gefallen sind. Das war also ungeheuerlich für mich, weil vorher hat man ja Angst haben müssen, wenn man auf dem Gütle war und es ist Alarm gekommen, haben die ja nach den Leuten geschossen.